Die Damen vom ESV, die wussten schon, was da auf sie zukommt und wollen natürlich ihren dritten Platz verteidigen. Der Anfang, der klappt ganz gut. 2:0, Anna Fuhrmann. Jana Epple von den Gästen in Weiß kann die Partie aber mit diesen 7 Meter ausgleichen. Dann kommt das ESV-Urgestein Franzi Peter, ganz gekonnt, hebt sie da die Kugel drüber zum 6:3 für den ESV. Es war die erste 3-Tore-Führung in dieser Partie. Doch die Gäste, die kamen dann wieder ran, und zwar zum 7:7. Stefan von Frankenberg hat das gar nicht gefallen. Er nahm eine Auszeit und die bringt was. 8:7 für die Mädels in Blau. In der ersten Hälfte spielten die Eisenbahnerinnen teilweise sehr guten Handball, konnten sich mit 4 Toren absetzen. Nach den ersten 30 Minuten stand es dann 15:14. Bis hierhin war eigentlich alles in Ordnung, doch dann kam langsam ein Bruch ins Spiel und Gröbenzell ist beim 20:19 zum ersten Mal in Führung gegangen. Als nächstes schauen wir uns das Tor von Franzi Peter an. Es ist das 21:21 und gleichzeitig der letzte Gleichstand in dieser Partie. Wir spielen 40 Minuten, denke ich, sehr, sehr guten Handball, gigantische Abwehr, und aber halt 20 Minuten dann nicht gut, Körpersprache fehlt, zu viele einfache Fehler und eine gute Mannschaft, die halt ganz oben dabei stehen will, muss halt 60 Minuten auf einem Level spielen können, und da sind wir einfach noch, denke ich, zu jung, zu unerfahren. Das stimmt, aber gekämpft haben sie wirklich. 4 Minuten vor Schluss sind sie nämlich satte 5 Tore hinten, kommen sogar nochmal zurück, bis auf 28:29. Am Ende ist es dann aber eine ganz knappe Niederlage. Schade war es am Schluss. Wenn es noch 10 Sekunden gilt, holen wir vielleicht einen Punkt. Aber man muss ja mal das ganze Spiel sehen. Und da erlauben wir uns einfach zu viele freie Fehlwürfe. Oder, ja, das ist so das Hauptproblem. Der ESV und Gröbenzell tauschen die Plätze. Regensburg ist jetzt Vierter. Weil ja mal dann dieses Aufstiegswort ein bisschen durchgegeistert ist. Ich habe immer gesagt, egal was war, auch wenn wir jetzt zwischenzeitlich Zweiter waren, wir sind noch nicht so weit. Und das Spiel heute hat es ja wieder bewiesen. Trotzdem hat man auch gesehen, die Blauen können ganz oben mit jeder Mannschaft mithalten. Und das gibt Mut für die nächsten Aufgaben.